sie richten scheiße viel Schaden aus, aber sie halten anscheinend auch selbst. Wo kommt der jetzt her? Der hat sich doch gefälligst mal im Sand aufzuhalten und nicht hier einfach so. Das kann ich wirklich nicht gutheißen. So, erst stirbst du. Reite hinab zu deinen Ahnen. Und jetzt machen wir dich mausetot. Das war's mit dem Vieh. Okay, immer derselbe langweilige Kram, den die mit sich rumtragen. So, ich frage mich aber jetzt, wie kommt man da hoch? Da rechts könnte man... Nee, sieht aber nicht sehr kletterfreundlich jetzt aus, also... Jetzt widme ich mich erstmal lieber wieder dem Kämpfen und dann klettern in der Reihenfolge. So, und was auch praktisch ist, Audacity erspart mir das Hinzunehmen eines anderen Timers, da ich hier auf dem zweiten Bildschirm immer schön sehe, wie lange die Aufnahme schon läuft. Und ungefähr einschätzen kann, nach dem Debakel vom letzten Mal, wie viel an Zeit auf die Festplatte drauf passt. Kann ich sagen, dass jetzt noch ungefähr eine Stunde Aufnahme möglich wäre. Muss ich aber mal sehen von meiner physischen, psychischen Fitness auch, ob ich das noch durchhalte. Aber ich bin doch mal zuversichtlich. Bin gerade so schön drin, macht gerade so Bock. Da will ich ja nicht aufhören. Erstmal wieder speichern. Es könnte was funktionieren. Also hier geht nichts hoch, das sieht man. Aber hier. Könnte, wohlgemerkt. Ja, könnte, aber will nicht. Ja, geht. Nee, geht nicht. Nee, also, entweder ist vom Spiel hier... Na gut, wenn man ein bisschen gegen die Wand rennt, dann läuft's schon besser. Nee. Nee, das führt leider zu nix. Muss dann doch wieder zurück an diese Höhle. Weil da war ja auch ein X auf der Karte. Was war das? Darf ich das nicht? Was? Da steht irgendwas. Erscheint da. Oh, okay. Also, wenn ich mit Shift schnell schwimmen aktiviert hatte, wollte er anscheinend nicht. Jetzt geht's. So. Zu schwierig. Ja, ich bin kein von Wut, immer noch verstehe ich nichts. Immer noch keine Ahnung, der Kerl. So, mal schauen, wie weit hoch ich denn da komme. Mal auf der Karte. Ja, also, wir müssen da ganz hoch. Ich glaube, ich muss es hier mal mit dem Papageien probieren. Gut, ich bleib hier. Ja, das ist doof, warum? Nee, das. In Ordnung.
Erk. Bringt nix, bringt nix. Nee, ich glaube, ich muss es von der. Also, es muss auf der anderen Seite eine Möglichkeit geben. Hier war jetzt wirklich nichts anderes. Da so außen rum, also hier entlang. Auch eher nicht, denke ich mal. Warum brennt's denn hier? Ah, Teleport, Teleportstein. Aber nee, hier geht's auch nicht rum. Gut, dass ich den noch gesehen habe, sonst hätte ich immer wieder hierher latschen müssen. Doch. Schön. Bevor ich mich also diesem Vogeldieb widme, erst nochmal wie angekündigt zum Leuchtturm. Und die lang ersehnte Heilung empfangen. Dankeschön, Bones. Ein bisschen mit Jack reden. Ich bin in Puerto Sacarico gewesen. Und? Was für Neuigkeiten hast du im Gepäck? Da herrscht militärischer Drill und Untergangsstimmung. Mann, denen geht wohl auch so langsam die Muffe, was? Ja, aber sonst hast du nicht viel verpasst. Dennoch danke, dass du mir davon berichtet hast. Noch ein Tipp für dich. Ist die Lage auch noch so beschissen, sauf sie dir schön und die Welt ist in Ordnung. Ja, super Hinweis. Naja, ich hatte mir doch schon irgendwie ein bisschen mehr erwartet, von wegen so eine Folgequest à la, ja, mach jetzt dies und geh rein und erzähl dem und das und Dingens. Aber so geht's auch. Bei dieser Penner. Jetzt müssen wir doch den Osten bewachen. Sprich. Wem sagst du das? Aber er hat mich in der Hand. Hoffe, das Biest, das in den Mangroven haust, kommt nicht rüber zu uns. Du bist ein Schisser, Holtby. Das Biest im Osten hat Besseres zu tun, als dich halbes Hemd zu verputzen. Psst. Ich glaube, der Sack belauscht uns gerade. Na, 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 na. Mir brennt der Pelz. Okay. Ein Schattenwesen haust in den Mangroven? Hab doch gewusst, dass du uns belauscht hast. Dir erzähle ich bestimmt nichts. Frag doch Tenner. Dachte ich mir. Was ist das für ein Schatten, den du im Gespräch mit Holtby erwähnt hast? Warum steckst du deine Nase ständig in fremde Angelegenheiten? Und überhaupt, vergiss mal die Schatten. Die machen mir keine Angst. Irgendwann kommt Verstärkung und wir schicken sie in das Loch zurück, aus dem sie gekrochen sind. Du bist und bleibst ein Großmaul. Du bist doch selber nur ein Aufschneider. Schön. Du hast mir was auf die Fresse gegeben. Ganz toll. Aber das war auch nicht schwer. Die Sonne hat mich träge gemacht. Ich wette, dass du der Kreatur aus den Mangroven nicht gewachsen bist. Solltest du es doch packen, gebe ich dir 250 Goldstücke. Erstmal weiterlabern. Wo genau in den Mangroven soll ich nach diesem Schattenwesen suchen? Wie wäre es, wenn du deinen Arsch erstmal rüberschwingst? Wirst im Osten schon fündig werden. Gut, das hätte jetzt meine Frage, die ich eben stellen wollte, beantwortet, nämlich wo genau sind die Mangroven? Aber anscheinend ist das ja dieses tote Land, wo auch noch ein Schatz versteckt sein soll. Abgemacht. 250 Goldstücke und das Biest aus den Mangroven stirbt. Ich gehe noch immer davon aus, dass es dich in Stücke reißt. Wäre kein Verlust. Halt lieber das Gold bereit, wenn ich wiederkomme. Was konntet ihr nochmal trainieren? Nur wenn die Kasse stimmt. Einschüchtern lernen. Das ist eigentlich auch ganz nützlich, dass sich immer um 10 statt
Bring mir bei, wie ich Leute besser einschüchtern. Oh. Statt 5 steigert. Die Pampe aus dem Lager schmeckt beschissen. Tja, Pech bedeutet eine Sache, nämlich. Ach so. Die Piraten waren als Gegner lieber. Moment, jetzt bin ich verwirrt. Ist das die ganze Zeit die Rede von einem Horas, den wir entweder, also den wir anscheinend schon verpfeifen könnten. Aber wer zum Teufel ist das nochmal? Das da vorne ist Pipkin. Ist nicht Horas. Ich werde erstmal hier bleiben und. Ja, also der hat uns nichts mehr Neues, Tolles, Großartiges zu berichten. Aber wo ist der bitte? Die Sache mit Severin ist erledigt und die Sache mit Dingens. Taran ist, ja. Die Sache mit Vasco muss ich erst noch mit dem Deserteur bereden. Schwarzmagische Intro. Schattenlaut das Herz herausschneiden. Ja, das kann man doch bei nächster Gelegenheit tun. Der Wächter Horas wird als Dieb beschuldigt. Okay, aber. Verdammt, wer war denn das nochmal? Beziehungsweise bin ich ihm schon begegnet? Scheißgedächtnis. Ist wirklich, ist scheiße. Ganz einfach. Nee, da drin nicht. Aber viel mehr war doch nicht. Es war nur Severin, es war Vasco da vorne und dann eben Tenner und der andere Teil Typ Holtby, an den Namen habe ich mich nicht mehr erinnert und habe gedacht, dass es Horas sein könnte. Ja, scheiße. Das ist jetzt doof, ne? Ich kann den Aufenthaltsort ja anscheinend verraten. Irgendwie. Irgendwoher weiß ich ihn. Aber ich selbst habe ihn vergessen. Oder war das jetzt irgendjemand, der sich ganz, ganz blöd an den offensichtlichsten Orten versteckt hat? Ich weiß es nicht mehr. Das ist er nicht, das weiß ich. Bones? Ach, der hängt wieder irgendwo. Ich gehe jetzt erstmal wieder in die Stadt rein. Ja, ich gehe und porte mich nicht. Will ein bisschen, noch ein bisschen Sport treiben. Nee, da war auch nichts. Da vielleicht eine Möglichkeit, auf diesen Berg hochzukommen zu einem scheiß Vogel. Sieht nicht so gut aus. Der war auch nicht hier drin irgendwie, so irgendwo versteckt. Nee, das wüsste ich. Geh raus. Mensch. Hm.
Wo war der Kerl nur? Ich teste es jetzt einfach, indem ich mal kurz speichere, bevor ich jetzt mal testweise den... Dieser Wächter Horas, den ihr sucht. Ja? Was weißt du über ihn? Er ist einer von denen, so, die sich den Magiern angeschlossen haben. Blöd! Sie nennen sich selbst die Wächter. Oh, warum, wie dumm. Oh, ich bin ja auch dumm. Das fragst du den Kommandanten am besten selbst. Aber das spielt auch keine Rolle mehr. Er ist weg. Wo mag er wohl sein? Wir haben zwar Leute da draußen, aber bisher keine Spur von ihm gefunden. Um ehrlich zu sein, es würde mich nicht wundern, wenn er irgendwo in der Nähe ist. Okay, nee, anscheinend doch nicht. Ich habe nämlich eben den Verdacht wenn gehabt, dass Horas auf einer ganz anderen Insel wäre. Strand irgendwo. Da hätte ich Puerto Sacarico und unser Schiff immer schön im Blick. Vom Strand aus könnte man jeden unserer Schritte sofort bemerken und entsprechend reagieren. Den Strand im Süden von Puerto Sacarico habt ihr aber schon nach Horas abgesucht, ja? Haben wir? Ich weiß nicht genau. Wir müssen ja auch noch das Lager gegen die Schatten sichern. Also wenn wir mehr Männer hätten, dann... Schon gut. War ja nur eine Frage. Ja, also mit dieser Einstellung ist es wohl nicht... Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Ja. Also versuch gar nicht zu klauen. Man merkt, dass er das direkt bemerkt. Fehlt ja auch schon einiges, aber interessiert ihn wohl nicht. So. Da wäre noch was. Der Soldat Vasco ist tot. Ja, gut. Das stimmt. Ich hoffe, er hat seinen Verrat teuer bezahlen müssen. Ja, 200 Gold. Sei bei Severin keine Gnade. Erstatte mir bald wieder Meldung. Da wäre noch was. Der Soldat Severin wird dir keine Probleme mehr bereiten. Das ist eine großartige Nachricht. Er war des Ranges eines Kommandanten sowieso nicht würdig. Ja, ich habe mich um die Deserteure gekümmert. Sehr liebevoll sogar. Ich habe mich um die Deserteure gekümmert. Gut gemacht. Das wird den anderen eine Warnung sein. Hier hast du nochmal eine extra Belohnung. So. Soll ich jetzt etwa sagen, dass ich nicht mehr für ihn arbeite? Nein, ich... nutze noch das mit Horas aus. Das gibt mir dann bestimmt auch noch ein paar extra EP, wenn ich mich erst für Horas einsetze. Oder so, falls irgendwie irgendwas in der Art möglich sein sollte. So, Moment, von wegen. Also, Strand haben sie nicht abgesucht. Ah, Muschel. Das ist ja schon blöd. So, das. Hier geht's auch noch hoch. Irgendwie. Es bildet ja auch so eine kleine Brücke. Aber nee, hier ist ja. Hab ich das. Hä? War ich da vorhin nicht hin?